Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, beim letzten Mal haben wir hier Angies Hütte erreicht. Und wie ihr seht, Aura ist nachgekommen. Beziehungsweise ich habe neu geladen, als wir da hinten aus der Höhle rauskamen. Denn Angie hatte irgendwie so ihre Schwierigkeiten. Jetzt probieren wir nochmal. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Du, Wollt ihr Angie. üben, Fremdling? Ich möchte üben, ja. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Mein Vater war fast nie zu Hause. Also hat mir meine Mutter beigebracht, wie man einen Bogen benutzt. Okay. Sie sagte immer, dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg eines Bogenschützen sei. Gelassenheit. Wenn es euch gelingt, die Ruhe zu bewahren, selbst inmitten des Chaos, dann wird euer Pfeil vermutlich sein Ziel finden. Okay. Gut, dann wollen wir mal sehen, wozu ihr fähig seid. Nicht vergessen, ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs bleiben und dürft nur Übungspfeile verwenden. Ich habe welche, falls ihr keine dabei habt. Visiert das mittlere Ziel an. Versucht das mittlere Ziel. Hier, bitte. Schießt. So. Meine Bogen. Schuss genau ins Schwarze. Trefft nun das Ziel zu eurer Linken. Toller Schuss. Trefft jetzt das Ziel zu eurer Rechten. Schöner Schuss genau ins Schwarze. Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Okay. Jetzt hat's geklappt. Ich war beim ersten Mal wohl zu schnell. Angie, warte. Gute Frau. Hä? Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Mein älterer Bruder hat mich oft auf die Jagd mitgenommen, als ich noch klein war. Okay. Damals war es nicht einfach, Essen auf den Tisch zu bekommen. Geschweige denn, genug davon übrig zu haben, um es auf dem Markt zu verkaufen. Und immer wenn wir irgendwo auf mehr als ein Tier stießen, galt es unbedingt, so viele zu töten wie nur möglich. Okay. Wenn ihr lernt, die Fassung zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, dann solltet ihr bald in der Lage sein, mehrere Ziele zu bewältigen. Sobald ich das Kommando gebe, versucht ihr, innerhalb von 8 Sekunden jedes der 3 nächstliegenden Ziele zu treffen. Ich werde bis 3 zählen und dann lossagen. Ihr habt 8 Sekunden, um jedes der 3 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. 1, 2, 3. Los! Ihr habt es geschafft. Alle 3 Ziele in 8 Sekunden. Gut gemacht. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Ja, komm ran. Großartig, wie ihr diese Ziele getroffen habt. Eure Geschwindigkeit und Gelassenheit hat mich sehr überrascht. Ja, ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen.
Wir haben uns über Geschwindigkeit und Gelassenheit unterhalten. Okay. Nun kommen wir zur Präzision. Oft wird es euch nicht gelingen, eurem Opfer so nahe zu kommen, wie ihr es gerne hättet. Dann müsst ihr es notgedrungen mit einem Fernschuss versuchen. Aha. Bei einem Schuss aus einer solchen Entfernung ist es sehr wahrscheinlich, dass euch nur ein Versuch bleibt, ehe das Ziel sich aus dem Staub macht. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet, dürft ihr keinen Schuss vergeuden. Schießt nicht überhastet. Hockt euch hin, nehmt eine bequeme Position ein und visiert das Ziel an. Gut, jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht, das Ziel dort in der Ferne zu treffen, weit hinter den anderen drei. Vergesst nicht, euch Zeit zu lassen und den Schuss nicht zu vergeuden. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Noch schwieriger. Was wollt ihr, kleiner Elf? Kleiner, ich bin bereit für meine letzte Übung. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Wir haben uns über Gelassenheit, Geschwindigkeit und Präzision unterhalten. Nun ist es an der Zeit, alle drei zugleich einzusetzen. Ich muss euch warnen, diese Herausforderung wird ziemlich schwierig. Okay. Ihr müsst euch lediglich all das vergegenwärtigen, was ich euch gelehrt habe. Dann solltet ihr es schaffen. Ihr werdet vielleicht ein paar Versuche benötigen, aber deshalb üben wir ja. Stimmt. Wenn ich euch das Kommando gebe, dann versucht, alle vier Ziele innerhalb von 10 Sekunden zu treffen. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen. Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der 4 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. 1, 2, 3. Los! Ihr habt es geschafft. Alle 4 Ziele in 10 Sekunden. Gut gemacht. Sauber. Und jetzt? Sprecht, Elf. Ich bin bereit für weitere Übungen. Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Okay. Ihr seid jetzt womöglich sogar so gut wie ich. Oh. Irgendwie ein beunruhigender Gedanke. Oh, ich tue dir nichts. Vielen Dank für eure Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Ich bekomme nicht allzu oft Besuch hier draußen. Von freundlichem Besuch ganz zu schweigen. Danke, dass ihr hier geblieben seid und mir Gesellschaft geleistet habt. Aber selbstverständlich. Es war schön, endlich jemanden zu begegnen, der nicht darauf aus ist, einen zu berauben oder einem den Kopf abzuhacken. Ich weiß, es ist nicht viel, doch dieser Bogen ist für euch. Ein Geschenk von meiner Familie an mich. Er bedeutet mir viel, doch er weckt zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Angies Bogen. Denkt daran, Gelassenheit und Geschwindigkeit. Ihr müsst nicht warten, bis euer Pfeil einschlägt, um zum nächsten Ziel zu wechseln. Das stimmt. Vertraut darauf, dass der Schuss sein Ziel findet. Wo ich das erste Mal hier war, wusste ich nicht, was ihr von mir wollte, weil ich das Ziel überhaupt gar nicht gesehen hatte. Gut. Dann haben wir jetzt auch Angies Bogen. Nur mal zur Info, wenn ihr unfreundlich zu der Frau seid und die einfach umlegt oder nachdem sie euch ihre Lektion beigebracht hat, umlegt. Tschüss, Angie, ne? Ja, bitte? Ja, nix. Denkt daran, Gelassenheit und Geschwindigkeit. Ihr müsst nicht warten, bis euer Pfeil einschlägt, um zum nächsten Ziel zu wechseln. Vertraut darauf, dass der Schuss sein Ziel findet. Ich
Wow, und ich darf's mitnehmen. Das ist doch bei mir um die Ecke. Na, von Truhe stehlen wir nichts, ne? Wir lassen den Engine fallen. Also ihr bekommt den Bogen nur über diese kleine Quest, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr sie ermordet und dann plündert, wird sie den Bogen nicht bei sich haben. So, tschüss, Engine, ne? Wir haben dann noch so ein Date mit einem Vampir. Hallo, Aura. Ach so. Und da wäre noch was. Hatten wir zwar schon, aber was soll's. Alchemie. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Irgendwie müssen wir uns da zu dem Vampir durchkämpfen. Guck mal, hier schwebt ein Pfeil in der Luft. Die hat hier Fallen gestellt. Die sind mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ach, guck. Und das war jetzt natürlich auch der ideale Zeitpunkt, um bei der Angie eben aufzutauchen. Na, wenn man so kurz vor fertig ist, ne? Mit Bogen. So. Ja, guck an. Blutschanze. Wir doch mal da rein in die Blutschanze. Oh. Hallo, du hast das Ding schon im Hals. So. Ja, und dann habe ich gerade geguckt. Die Folge, in der wir Erik opferten, ist hochgeladen. Aber wieder eine Beschwerde wegen Urheberrecht. Das kapiere ich nicht. Weil ich habe ja hier keine Musik drin, außer die, die
sowieso drin ist. Alter. Kleiner Mann. Das ist doch irgendwie, ne? Also wenn da irgendjemand einen Hinweis zu hätte, ne? Was ich da verkehrt mache. Hautet liebend gern rein. Ja. Was schleiche ich eigentlich? Ne? Oh. Heute gab's Hände. Ich schleich schon wieder. Schmetter. Die Schmetterlinge. Fledermäuse. Vielleicht ist es aber auch nur der Upload-Filter, ne? So, was mache ich? Schnitzeln oder wie gewohnt mit dem Bogen? Ja, komm. Was willst du machen, ne? Guten Tag. Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Ja, es könnte gut sein. Da oben sind welche. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich jetzt hier mal Ausdauertränke brauche.
ist ja noch eine. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ne, hab ich echt nicht. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Kann ich nicht? Es ist ungünstig, wenn ich das nicht kann. Ist der Tag schon wieder rum? Ah! Ja! Er haut sie. Haben wir sie. Da ist immer noch einer. Guck mal, er ist total auf Zack. Schleichen verbessert. Sauber. So, gibt es hier irgendwas entzauberungsmäßig? Tatsächlich, guck mal hier. Ja, auch wenn die so toll aussah, ne? Die muss entzaubert werden da. Da geht kein Weg dran vorbei. Schade, ey, ich wollte die behalten. Ich wollte die gerne behalten. Mal Licht anmachen, ja. Tja. Außer Wacholder und Schneebären wäre sich hier nichts. Erzgebiet auch nicht. So, was ist das denn hier für ein Knäuel? Ein Gargoyle. Ein blutiger Vampir und... Jetzt haben wir das Knäuel, ne? Jut. Ach so. Ja, vielleicht sollte ich dann auch richtige Pfeile nehmen. Anstatt mit Übungspfeilen auf die zu schießen. Ich bin schon gewundert, die hält viel aus. Bücher. Ja, die Hendra-Halle konnte ich jetzt auch
mit Büchern ausstatten. Für Bücher wieso? Mann, ich brauche noch so ein bekacktes Amulett von Julianus. Aber Junge, ich will deine Seele nicht, ne? Ganz genau, wir sind Kumpel. Hier muss ich lang, ne? Ach so, das ist hier die mit... Habe ich wenigstens die Übungspfeile wieder. Komm sch... Ist gar kein Weiterkommen. Wer sich fragt, warum? Weil ich es kann. Da ist ja jetzt Nervtöten, ne? Dass der Nachbar da rumklopfen muss. Warum tut er das? Ich hoffe, ihr hört das nicht. Rambo? Komm, wir machen Rambo. Die Gegend von jemandem.
Mann, du bist ja... Der hackt mir die Rübe runter. Wegner. Gut. Wegner. Ich kann auch anders. Ich kann auch anders. Kalle. Oh ja, da habe ich hier. Kalle. Dich da erwischt. Auf der Flucht. Kleiner Wichser, du. Das wirkt offensichtlich bei Todeshunden nicht so wirklich. Wusstet ihr, wenn ihr eine Burg Volkihar seid und ihr klaut da was, dann schicken euch die Hunde quasi... Ja, hier so so Typen vorbei, ne? Die euch aufs Maul hauen sollen. Bezahlte Raufbolde. Hab ich die Tage irgendwo gelesen. Weil ihr könnt die Viecher als Begleiter... Da ist er. Wegner, du kleiner Pissner. Da, nordischen Schwert. Also ich hab nur gedacht, komm, den kriegst du noch, den kriegst du noch. Brauchst keinen Heiltrank. Also und dann, wo ich gerade den Heiltrank holen wollte, sehe ich, Alter, er setzt zum Finish-Move an. Der war jetzt echt nicht. Ich habe gedacht, der wäre so easy, weil wir die Quest ja irgendwann am Anfang bekommen haben. Und wir hatten ja schon mal so ein paar Vampir-Hyopies. Aber die waren alle ja relativ easy, ne? Aber Wegner, der sticht da hervor. Gut. Haben wir das. Er will nicht spielen. Gott. Muss ja auch nicht sein. Und schon wieder latsche ich in die Falle rein.
Fahrer. Ach so, wir müssen nach Falkenring zurück. Ja gut. Ist das der Weg zurück? Ja, dann wollen wir das auch noch mal machen, ne? Eine Höhle. Ja, komm, wir machen mal den Gronkh. Oder wir machen nicht den Gronkh. Ich glaube, Südrand Heiligtum, da kriegen wir irgendwann mal eine Quest für. Ich glaube, da oben ist Kartenende, oder? Es hat Helgen. Ja, hier ist Kartenende. Ja, komm, was soll's. So, ich könnte hier wieder runterreiten. Ein Tischchen für Alchemie. So. Aber das gucken wir uns, wenn dann, morgen an. Denn ich meine, mich dunkel zu erinnern, deswegen, ich habe gerade schon gesucht, ob
da irgendwo eine Quest ist, weil ich meine, ich hätte hier irgendwann mal einen Questmarker hier oben gesehen. Und eventuell sollen wir schon in Südrand Heiligtum. Ich werde es mal offscreen so ein bisschen durchforsten. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Hat keinen Sinn. Nee. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch was.